Herzlich willkommen zur 214. Folge Workers and Resources Soviet Republic und wir sind fast pleite. Nicht gut. Deswegen ist es jetzt eigentlich unglaublich wichtig, dass wir eigentlich nicht mehr so viel Geld ausgeben. Aber wir haben jetzt hier halt noch massiv viele Sachen im Bau. Asphaltbeton, Kies. Da müssen wir jetzt doch aufpassen. So, die hier sind auch dran. Hier kommen die ganzen Baufahrzeuge. Also noch mehr Baufahrzeuge. Nee, können wir nicht mehr machen. Ist massiv viel Stahl angeliefert, ne? Da kommt noch ein Beton. Da haben sie schon ein paar Arbeiter drauf, die jetzt hier schon mal ein bisschen was verarbeiten. Eine Million kostet ein Stahlwerk. So, Beton ist alles da. Fehlt nur ein LKW mit Kies, der kommt da schon. Aber Kies, boah, es haut rein. Arbeiter oder auch nicht. Ah, du hast schon alles. Ach, du ahnst es nicht. Das ist unsere Bauhauptstraße nach da hinten, zum Glück außerhalb. Weil hier ist alles soweit fertig. Jetzt müssen wir ganz kurz was gucken. So, Straße. Fördermaschine, Straße. Da haben wir noch eine Straße. Das ist die da. Das ist die Brücke. Dann fangen sie jetzt hier mit Fußwegen an. Okay, wie sieht es hier hinten aus? Der ist hier immer noch am Rödeln. 650 Tonnen Kies immer noch. Wir kommen einfach nicht in die Windzone.
Passt das? Nee. Nein, wollte ich doch nicht. Die da muss es sein. Das ist er. Das ist der Richtige. Passt nicht. Ein weiter rüber. Dorthin. Auf die Ecke. Das passt. 11.000 noch. Darüber. Der passt nicht, ne? Nee. Der ist wieder einfach rutscht. Ah, oh, dammit. Der muss hier vorne. Da muss der ran. Von dort aus und jetzt einmal quer hier rüber. Über nochmal gute 4 Kilometer, 3 Kilometer. Läuft, 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 ist drin, ja passt. Strecke bauen. Ja, kein Geld mehr.
müssen noch mal fertig werden hier oben. Keine Arbeiter, keine Baufahrzeuge. Förderer, Förderer, noch ein Förderer. Die wird gar nicht gebaut. Die brauchen wir aber auch. Aussetzen, weil das kriegen wir eh nicht finanziert. Ziegel und Bretter. Verdammt, Strom habe ich vergessen. Mittelspannung schaltern. Dollar. 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 Okay, da kommen wir eh nicht mehr hin. Den Bau setzen wir aus. Der Bau bringt uns ja, der bringt uns Ruhe. So, jetzt kriegt er aber mal hier ein paar Arbeit ein. Da vorne müssen wir hin. Boah, das ist doch Ewigkeiten weit, ne? Das kostet 700.000. Alter.
Klar, ist fast voll. Katastrophe. Was haben wir letztes Mal noch für Ruhe eingekauft? Stahl, Bruchstein, Bitumen. Ich verkaufe nichts. Dollar. Boah. So, Bitumen. Und Bruchstein. So, alles auf Dollar umgestellt. Jetzt muss das hier aber fertig werden. Straße, Straße, Stahlwerk, Feuermaschine, Zugplattform, Fußweg, 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 Fußweg. Also das sind jetzt nur noch die Fußwege. Okay. Tonnen Stahl fehlen da noch. Arbeiter. Und dadurch, dass der so nah dahinter ist, wird er nicht mehr viel dabei haben. Oh doch. So, da kommt dann 140 Tonnen Kies noch. Danach brauchen wir 2000 Tonnen Asphalt. Das heißt, wir haben jetzt gleich absolut keine Kippe mehr übrig. Am Stahlwerk wird gerade gebaut. Da fehlen noch 14 Tonnen Brettas. So, da fahren noch ein paar Brettas. Ja, jetzt haben wir da oben natürlich massenhaft an Leuten drin. Keine Bretter und dann brauchen wir halt massiv viel Stahl. Vier
400.000, dann brauchen wir halt keinen Stein mehr zu kaufen. Wie viel Stahl geht da rein? Im Export. 150 Tonnen. Das will mir theoretisch reichen. Nee, eigentlich nicht. Speicher und eine Straßenladungsstation. So, die brauchen wir eigentlich auch. So, die Bretter sind da. Jetzt kommt dann halt, ja gut, mechanische Bauteile. Die werden gleich nochmal eine ordentliche... jetzt haben wir nur einen Arbeiter da. Noch einen verdammten Arbeiter da. Da kommt ein Bus. Arbeiter. Das sollte die ganze Geschichte da... Die ganzen Fußwege, wie viel haben wir da drin? Da sind noch beim besten Willen nicht alle drin. Ja, toll. Und die fahren jetzt alle schon los. Tonnen Asphalt. Da ist der Asphaltfertiger schon. Da fährt noch ein... Echt jetzt? Sind die beide gleichzeitig fertig geworden? Natürlich. Hier natürlich noch mega Stau, ne? Weil die wollen alle Asphalt haben. Alle. Natürlich Beton gleichzeitig auch noch für Stahlwerk. Jetzt sind es natürlich alle gleichzeitig hier. Das heißt, wir kommen da hinten nicht durch. Wir kommen hier nicht durch. Ja, und Stahl wollen natürlich jetzt auch noch alle haben. Das könnte jetzt unter Umständen interessant werden. Das kostet jetzt richtig. Vor allem, weil wir auch so viel Stahlkies und sonst irgendwas brauchen. Was ist das für 170.000 allein in diesem Monat? Minus halt, ne? Bruchstein, aber um das halt gegen zu finanzieren, werden wir den Stahl auch schon mal wegkriegen. Das Essen wäre auch noch so. Stimmt, Essen ist auch noch so eine Geschichte. Essen ist auch so eine Geschichte.
Aber sag mir bitte. Wo kommen denn die ersten? Da kommen jetzt die ersten an. Du bist der Erste, ne? Der LBC ist der halbe Tag schon leer. Bieg bitte links ab. Bieg bitte links ab. Bieg bitte links ab. Dankeschön. Ach, dammit. Das ist jetzt relativ dumpf. Weil jetzt alle natürlich nach rechts wollen. Das heißt, die Baustelle da kriegen wir nicht so schnell weg. Oh, doch. 68, das heißt, wir brauchen eigentlich nur drei LKWs da drüben. Auch. Und du willst auch dahin. Du willst auch zur langen Straße. Du natürlich auch. Du natürlich auch. Du auch. Ach Mist. Wir haben sie gerade mal einen einzigen abbekommen. Da die brauchen nur drei LKWs. Das war's. Drei verdammte LKWs brauchen wir doch nur. Komm mal, Fußweg, pupp, fertig. Weg. Oh, was? Krankenhaus, nein. Wir haben nur einen einzigen Krankenwagen. Puh. Voll. Alter, auch schon halb voll. Okay. Keiner mehr da. Na doch, schon wieder einer. Alter, fast voll. Die sind aber Vollgas. Die sind auch Vollgas. Die sind auch Vollgas. Und die auch. Letztes Jahr. Kurve ist abgeflacht zum Jahresende. Hier auch. Fertig, 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 fertig. Was fehlt hier noch? Was? 108 Tonnen Beton? Okay.
Beton, Beton, da kommt Beton, da kommt Beton. Dann sollte der, also mit dem ganzen Gerät, sollte das alles durch sein. Mal gucken, wie schnell wir es verarbeiten. Pupp, weg. Beton, achso, der macht, na stimmt, Beton ist ja nur 12 Tonnen, ne? Also 4 LKWs brauchen wir noch. Vier LKWs Beton. Aber ich glaube, die haben gar nicht so viele, ne? Nee, sind alle im Einsatz. Alle Betonmischer sind im Einsatz. Aber wir haben halt hier nicht mehr viel. Eins, worum wir uns dann noch kümmern müssen, ist hinten Strom. Dann brauchen wir einen relativ großen Anschluss. Ihr seid voll, ihr seid voll. Ihr seid auch voll. Ihr seid auch voll. Okay. Doof. Joa, dafür haben wir keine Baufahrzeuge mehr frei. Science. Okay. So, also Fakt ist, wir brauchen totaler Schwachsinn. Da Strom. Da Strom. Und da einen dicken Anschluss. So, den Strom haben wir schon mal. Bauen wir hier ein Umspannwerk rein. Holen uns den Strom von da. Und bauen dann Strom da rein. So haben wir schon mal die Baubüros oder beziehungsweise den Strom geplant. Stahlverlegung. Achso, hier braucht ihr auch noch. Beton ist da, ist alles da. Kommt noch Stahl. Was fehlt jetzt hier? Stahl. Schon wieder so viel Stahl. Aber es sollte eigentlich schon alles unterwegs sein, denke ich mal. Ja, die stehen da schon und versorgen sich. Okay.
Dann letzte Amtshandlung. Das muss alles fertig werden. Dann brauchen wir hier noch eine Straße. Die müssen noch fertig werden und der hat noch keinen Anschluss. Weil wir den fertig kriegen müssen. So, dann haben wir alles drin. Hier oben, was wir brauchen, um dann hier Stahl herzustellen zu können. So, dann können wir hier nochmal gucken. Anschließend fertig. So, also das hier noch alles bis zum Stahl. Ja, da stehen die ganzen Kipper mit Tonnen von Asphalt. Das heißt, da brauchen wir eigentlich die Mitarbeiter. Ich hoffe, die Mitarbeiter werden auch hingeschickt. Gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Kommt rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.